Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Lost Ark Video, und zwar geht es heute um die Mokoko beim Reißzahnfluss. Also im ersten Gebiet hier oben. Und bevor wir aber zu den Mokokos kommen, wir brauchen für zwei der Mokokos Rentiermilch. Die muss eine Stunde in eurem Inventar sitzen, damit daraus ein Getränk wird. Das Getränk heißt Rentier-Juju. Das könnt ihr bei Min nachfüllen mit Abenteuerfolian-Schnaps. Also es ist ganz wichtig, dass ihr für zwei der Mokokos die Rentiermilch euch für 250.000 Silber holt und die eine Stunde im Inventar setzen lässt. Wenn ihr das habt, könnt ihr durchstarten mit allen on-block. Ansonsten lasst ihr halt am Anfang die beiden aus und macht alle, die es nicht brauchen. Die erste Mokoko hier oben beim Reißzahnfluss, die ist genau im Norden vom Überseedampfer bei der Hochseestelle hier oben. Gar nicht so leicht zu verfehlen tatsächlich, wenn man vorbeikommt, weil die ziemlich offensichtlich ist. Ich meine, die liegt ja einfach nur so rum, die ist jetzt auch nicht wirklich versteckt. Die zweite ist vom Freeporter in der Stadt nach Osten. Da kommt ihr an so einem Backenhörnchen vorbei. Schlaues Backenhörnchen macht quiek, quiek, quiek. Das ist hier in der Ecke. Da geht ihr ins Haus rein. Im Haus ist eine Mokoko und auf dem Tisch nebenan ist eine Delikatesse, die ihr euch gleich mitschnappen könnt an der Stelle. Spart euch halt im Endeffekt Doppelarbeit. Ihr müsst nicht später nochmal vorbei für den Rentiereintopf. Das ist Mokoko Nummer 2. Wenn ihr das durch habt, dann geht's weiter zu dem Treeporter im Norden. Von dem Treeporter geht's aus nach Süden. Wenn ihr jetzt halt noch nicht den da oben freigeschaltet habt, dann kommt ihr halt von der Stadt und geht nach Norden. Und hier in der Mitte der Map, in der östlichen Ecke, ist auf jeden Fall so eine Statue. Und bei der Statue könnt ihr das Lied der Wölfe spielen. Das Lied der Wölfe habt ihr allerdings erst, wenn ihr in der Main Story zu einem gewissen Punkt gekommen seid, wo ihr das lernt. Dementsprechend gehe ich mal stark davon aus, dass ihr das ansonsten halt nicht machen könnt. Aber nur damit ihr halt die Position wisst, je nachdem von wo ihr kommt. Und wenn ihr das Lied der Wölfe gespielt habt, müsst ihr einen kleinen Moment warten. Und dann taucht hier an der Stelle die dritte Mokoko auf in dem Gebiet. Da ist sie. Also wie gesagt, der Wolf ist dafür Pflicht. Und das gibt es einfach nur durch Story spielen. Dann könntet ihr euch zurück zum Treeporter teleportieren oder ihr geht halt einfach weiter durch. Und wir gehen jetzt ins Felsenkriegerdorf rein. Im Felsenkriegerdorf gibt es eine Mokoko, die ist ziemlich gut. Auffällig wieder, die ist einfach hier an der Hütte. Das ist die Nummer 4. Von da aus teleportieren wir uns weiter. Und wir gehen erstmal zu dem Dorf ganz im Norden, denke ich. Und machen aus dem Rest eine kleine Route. Mokoko Nummer 5 ist einfach nur ein bisschen tricky zu sehen. Ich bleibe jetzt erstmal hier unten stehen. Ihr seht sie jetzt da oben rechts in der Ecke. Aber wenn ihr jetzt hier drunter geht, seht ihr sie nicht mehr. Und die ist wirklich genau hier bei diesem Strand da in der Ecke. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Da fehlt euch wahrscheinlich die Sicht drauf. Und das ist die fünfte. Sechstes ist jetzt wieder was auffälliger. Ihr seht da schon diese Jagdfalle auf der Map. Und da drunter ist ein Fluss. Und genau hier hinter dem Baumstamm sieht man eigentlich auch im Vorbeigehen relativ gut. Ist der sechste Mokokosam. Da muss ich, denke ich, nicht weiter drauf eingehen. Und der siebte, zu dem wir jetzt gehen, der befindet sich in einer Höhle. Ich gehe davon aus, dass das wieder Mut, Charisma oder andere von den Tugenden-Stats braucht. Dementsprechend müsst ihr die dafür gelevelt haben, ansonsten kommt ihr da wahrscheinlich nicht rein. Ihr seht, ich bin jetzt in eine Höhle rein. Das ist jetzt hier die Mokoko, das ist die siebte. Ich gehe jetzt auch nochmal kurz vor die Höhle, um den Eingang zu zeigen. Ich wollte eigentlich nur die Aggro loswerden. Da steht nämlich eine tolle Eidechse vor so einem Wasserfall. Das ist genau hier in der Ecke. Wenn wir das haben, geht's weiter.
Und für das nächste Getränk brauchen wir jetzt unseren, wie gerade gesagt, unsere Milch. Erstmal müssen wir kurz ein bisschen ballastlos werden. Und zwar steht hier unten ein betrunkener Bote in der Silmail Grenzmine. Und bei dem trinken wir jetzt unser Rentier-Juju und gehen da rein. Und tada, da ist die 8. Mokoko. Also wirklich bei dem Betrunkenen. Dann geht's weiter in die Mine links. Die ist auch erst zugänglich, wenn ihr die Quest bis zu einem bestimmten Punkt abgeschlossen habt. Ansonsten ist das ein geblocktes Gebiet. Dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr nur für die Mokokos hier seid, spielt erstmal die Main Story durch. Hier kommen dann die meisten. Erfrischender Tauner! Main Story first, Mokoko second. So, die eine ist hier mitten in der Mine, in so einem Mineneingang, wie ihr seht. Kann man halt kaum verfehlen, ne? Also ist halt wirklich ziemlich auffällig, das Eck. Wenn man mal weiß, wo es ist. Und die andere, für die wir wieder Jubelmilch brauchen. Der Buff ist noch aktiv, der hält 10 Minuten. Also ihr seht, ich habe noch 8 Minuten left. Dafür gibt es einen betrunkenen Gesetzlosen, genau hier oben. Und da geht's rein, Batsch. Siehe da, Mokoko. Und das ist die 10. und letzte Mokoko. Also nochmal zusammenfassend, einmal die in der Stadt am Anfang offen. Die hier oben in der Stadt, die war in einem Haus drinne bei einem Eichhörnchen. Dann die hier im Osten in der Mitte in der Map. Die ist hinter einer Statue, dafür braucht er das Lied der Wölfe aus der Questline. Felsenkriegerdorf, die steht da offen rum, aber das Felsenkriegerdorf unlockt ihr durch eine Quest. Das im Norden in der Stadt, das ist unter einem Zelt schwer sichtbar. Dann gibt es hier die bei der Jagdfalle, die ist beim Fluss, die ist hinter einem Baumstamm, aber relativ gut sichtbar. Es gibt die hier bei der Höhle, die Höhle war von hier unten zugänglich, von rechts unten. Und man braucht wahrscheinlich eine Tugend auf Stufe 350 oder plus, keine Ahnung welche. Da steht eine tolle Eidechse davor. Dann braucht man Rentier-Juju bei der Silmail-Grenzmine bei einem Betrunkenen, um in ein Haus reinzukommen. Dann gibt es die in der Mine bei einem Mineneingang, in der Isla-Mine in der Mitte. Und die hier oben, wo wir gerade sind und so als allerletztes, da braucht man auch nochmal Rentier-Juju für. Wenn ihr das in einer Kombi macht, dann reicht der Buff von der anderen. Da gibt es einen betrunkenen Gesetzlosen vor dem Eingang. Und dann habt ihr alle 10 Mokoko aus dem Reißzahnfluss. Und ich hoffe an der Stelle, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye bye, macht's gut.